Kunst und Komplizinnen ist ein offenes Gesprächsformat, das sich Zeit für soziale Innovationen nimmt und Raum zum Austausch bietet. Einmal im Monat spricht Norbert Kunz mit AkteurInnen aus dem Bereich soziale Innovation und diskutiert deren Entwicklung, Hürden und Handlungsbedarfe. Die Gesprächsreihe wird organisiert und veranstaltet vom Team des Kompetenzzentrums für soziale Innovation. Soziale Innovation in ländlichen Räumen, Bedingungen, Vorbehalte, Barrieren, Chancen in ländlichen Räumen. Und da denken wir schon, dass du einer so der auserwählten Experten bist, aus unterschiedlichsten Gründen. Mir wäre es ganz, ganz schön, wenn du dich nochmal unserem Publikum kurz vorstellst, weil ich finde, wenn man so klassische Karrierewege sich verfolgt, hast du eigentlich einen super spannenden Weg hinter dich gebracht aus Universität, Praxis, Forschung und jetzt quasi im ministerialen Kontext. Erzähl uns doch mal, wie du zu dem Thema gekommen bist und wie so dein Karriereweg in dem Bereich war. Ja, also herzlichen Dank für die einführenden Worte, lieber Norbert. Erstmal auch viele Grüße und ein herzliches Hallo auch hier in die Runde. Wie ging das eigentlich los damals mit dem Thema ländliche Entwicklung und soziale Innovation für mich? Faktisch bei Social Impact. Ich kann mich gut erinnern, dass ich damals frisch von der Universität gekommen bin und dann bei euch angefangen habe und diejenigen, die mich begrüßt hatten, hatten mich eingeladen, sage ich mal, das Projekt Dorfkümmerer und Enter Social voranzutreiben. Das habe ich dann auch dankenswerterweise angenommen. Das war ein super spannendes Projekt, das muss ich immer wieder sagen, das mich nicht nur quer durch Brandenburg gebracht hat, sondern auch mit ganz vielen Akteuren, ich sag mal, der ländlichen Entwicklung und auch sozialen Innovationen zusammengebracht hat. Also insofern war das eine großartige, ganz tolle Zeit, auch eine sehr lehrreiche Zeit, das muss ich dazu sagen. Und ich habe halt parallel auch schon während der Zeit bei Social Impact immer gerne noch drüber geschrieben und Vorträge gehalten. Ja, ich fand es so spannend, dass ich mich dann eben auch mal Freitagnachmittag, Sonntagmittag mal hingesetzt habe und habe einfach mal drüber geschrieben, was ich hier eigentlich mit den Kolleginnen und Kollegen mache. Und das kam dann wiederum in der Wissenschaft ganz gut an, sodass ich dann nochmal grob 4, 4,5 Jahre ins Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung gegangen bin, hatte da nochmal die Möglichkeit, auch, ich sag mal, das von der Forschungsperspektive aus mir genauer anzuschauen, das ganze Thema soziales Unternehmertum, soziale Innovation und ländliche Räume. Und und dann hat es mich im Endeffekt in die Bundesverwaltung gebracht, dieses ganze Thema. Bin heute im Kompetenzzentrum ländliche Entwicklung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Das ist, wenn man so will, eine nachgeordnete Behörde zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und treibe dort mit vielen Kolleginnen und Kollegen Themen, Projekte voran, um einfach das Leben und Arbeiten auf dem Land attraktiv zu machen. Nach wie vor, muss ich sagen, macht mir dieses Thema irre viel Spaß und freue mich, auch hier zu sein und mit dir, mit euch gegebenenfalls ins Gespräch zu kommen. Da wirst du nicht drum herum kommen, dass du mit uns, zumindest mit mir ins Gespräch kommst. Alle anderen sind jetzt gerade in dieser Runde, in der wir uns bewegen, ganz herzlich eingeladen, sich einfach auch zu melden. Wir müssen das jetzt nicht so stark formalisieren wie bei den anderen Sitzungen, wo wir mehr Teilnehmer waren. Ihr könnt euch einfach melden oder könnt halt eben auch in den Chat schreiben, sozusagen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Du hast ja unsere Zusammenarbeit angesprochen. Ich glaube, das fing 2009 oder 2010 an, wenn ich es richtig im Kopf habe, in den Jahren. Wir an Social Impact sind ja so seit Ende der 90er Jahre in Brandenburg unterwegs und haben so viele Entwicklungen halt auch beobachtet. Ich kann mich wirklich an diese Phase noch erinnern, wo man von Wolfs Erwartungsland gesprochen hat, wo die Abwanderungsprozesse sowas von sichtbar waren im Land Brandenburg, wo man in Dörfern kam, die anfingen wirklich zu zerfallen, wo die Häuser leer standen, wo sich die Häuser, wenn man sich heute vorstellt, irgendwie ein Apfel und Ei hinterhergeworfen bekommen hat, wo niemand in die ländlichen Räume wirklich große Perspektiven investiert hätte. Und
wir waren ja eine der wenigen Organisationen, die sich darum gekümmert haben, die versucht haben, da irgendwie Ansatzpunkte zu finden, Unterstützungsformen zu entwickeln. Es gab auch damals keine, so gut wie keine öffentlichen Mittel. Also die waren alle anders strukturiert. Die gingen, wenn, dann in die urbanen Räume. In Brandenburg hieß es, was uns ja am naheliegendsten war, hieß es immer, wir müssen die Mittelzentren stärken. Also ging gar nicht um Land, es ging um die Stärkung der Mittelzentren, um den Menschen aus den ländlichen Räumen Orte zu bieten, wo sie hinziehen sollten. Also sie sollten ja eigentlich raus aus den Dörfern. Das war teilweise erschreckend. Das schien aber allgemein, das schien aber nicht nur für Brandenburg sozusagen, das galt für andere Länder auch. Da hat sich jetzt was verändert. Spannenderweise, man kann sagen, in den letzten, insbesondere in den letzten 7, 8 Jahren hat sich verändert. Wie siehst du das? Also was sind eigentlich die Treiber gewesen insgesamt, die hier plötzlich den Hebel umgelegt haben, dass plötzlich der ländliche Raum zumindest als attraktiver Ort wahrgenommen wird und wo auch jetzt plötzlich Stiftungen gibt, die sagen, ländliche Räume, da muss man was machen, öffentliche Geldgeber vorhanden sind. Was waren die Hintergründe, dass hier eine Bewegung stattgefunden hat? Na, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ein Imagewandel stattgefunden hat in den letzten Jahren. Du hast es vorhin angesprochen, in den letzten Jahrzehnten waren so die Begriffe Globalisierung en vogue oder auch Metropolisierung, Standortdebatten und so weiter. Und deswegen war die Stadt faktisch in den 80er, 90er und auch in den 2000er Jahren einfach im Fokus. Es wurde eben auch viel Politik für die Stadt gemacht. Es wurde auch Politik aus der Stadt heraus für die Stadt gemacht. Und natürlich ist genau das eingetreten, was du gesagt hattest, ein gewisses Imageproblem, was die ländlichen Räume hatten. Es gab natürlich dann auch ganz klar strukturelle Probleme, die die Leute auch in die Städte geführt haben, eine strukturelle Wirtschaftsschwäche beispielsweise, aber auch Themen der Daseinsvorsorge wurden vielleicht nicht in dem Maße vorangetrieben, wie sie heute vorantreiben. Aber da, wo letztlich Menschen, ich sag mal, weggehen aus ländlichen Räumen, entstehen natürlich auch Gestaltungsspielräume. Und diese Gestaltungsspielräume, die haben die Leute auch schon in den 2000ern, auch in den 1990er schon wahrgenommen. Wir hatten damals in den 2000ern auch so eine Diskussion rund um die Raumpioniere. Ich weiß, da waren Social Impact ja auch mit dabei bei diesen Diskussionen. Das heißt also, das, was wir heute in der Breite wahrnehmen, nämlich ein Attraktivitätsgewinn der ländlichen Regionen, das ging eigentlich damals auch schon gut los, dass Menschen also rausgezogen sind aufs Land, in gewisse Leerstände investiert haben, dort Dorfcafés gegründet haben oder einfach eine Existenz auch besucht haben und viele von denen auch mit Erfolg. Und sowas spricht sich natürlich auch rum. Das heißt also, es sind immer mehr Menschen dazugekommen, die so eine gewisse Landlust auch verspürt haben. Und es hat einfach auch Möglichkeitsräume gegeben. Es war auch sicherlich so, dass günstige Wohnräume, du hast ja auch gesagt, manchmal sind die Immobilien einen für einen Apfel und ein Ei hinterhergeworfen worden. Diese günstigen Mieten, diese günstigen Kaufpreise haben natürlich auch dafür gesorgt, dass Leute geschaut haben, kann ich mich hier draußen auf dem Land irgendwie verwirklichen? Ja, und nichts ist nicht zuletzt, das muss man auch sagen, ist natürlich auch in der Politik einiges passiert. Auch die Politik hat wahrgenommen, dass es sich lohnt, für ländliche Räume einzutreten. Nicht zuletzt auch deswegen, weil da draußen in den Dörfern und in den kleinen Städten natürlich auch sehr viele Menschen sind, die zum Wählerpotenzial gehören. Und in der politischen Kultur ist natürlich auch in den letzten Jahren etwas in Bewegung gekommen. Und somit hat sozusagen der ländliche Raum oder die ländlichen Räume haben meines Erachtens auf jeden Fall ein positiveres Image bekommen. Und die Politik hat das natürlich auch ihrerseits erkannt, dass es sich lohnt, hier zu investieren mit Förderprogrammen, etc. Was ja auch gesagt, es gab in den 90er, 2000er gar nicht so viele Förderprogramme. Das hat sich ja total geändert. Und last but not least, die Leute können heute auch wieder Geld verdienen in ländlichen Räumen und auch gutes Geld verdienen, weil sie mit guten Ideen auch, ich sag mal, eine gewisse
Markt, also gute Ideen, so eine Marktreife bringen und die auch dann draußen Käufer finden. Ja. Also da spielen sicherlich viele Faktoren mit rein. Ich habe jetzt mal drei genannt. Wir haben damals auch in unserem Projekt immer von diesem Teufelskreis ländliche Entwicklung gesprochen. Wir haben gesagt, dass es Leute ziehen weg. Kaufkraft geht verloren. Wenn Kaufkraft verloren gehen, ist nicht mehr lohnen sich viele Geschäfte nicht mehr. Das heißt, Geschäfte werden geschlossen, Steuereinnahmen gehen zurück, die Kommunen investieren weniger in kommunale Infrastruktur. Das verschärft sich, diese Prozesse verschärfen sich zunehmend, was wiederum dazu führen, das konnten wir auch wirklich beobachten, bei unserem Tun, unserer Arbeit, dass dann Leute weggegangen sind, weil sie gesagt haben, ja, ich müsste ja meinen Sohn oder meine Tochter morgens zur Schule fahren, die nächste Schule ist 25 Kilometer entfernt oder hier gibt es keine Kindergärten. Das kann ich alles, kann ich gar nicht im Zusammenhang mit Arbeit leisten. Also da, dieser Teufelskreis scheint irgendwo durchbrochen zu sein, wie du es gerade dargestellt hast. Dennoch, und da gibt es ja einige Anhaltspunkte, wo man sagt, irgendwie so ganz rund ist es doch immer noch nicht. Ich kann mich erinnern, vor 4 Jahren gab es auf dem Deutschen Stiftungstag, haben sich die Deutschen Stiftungen intensiv über ländlicher Raum in Ostdeutschland unterhalten und haben gesagt, das ist anschließend nicht passiert, da gibt es andere Gründe für. Aber sie haben gesagt, sie müssen investieren, um gegen Rechtspopulismus was zu machen. Und ähnlich war teilweise auch die Politik. Also politische Entscheidungen oder Förderprogramme sind aufgelegt worden, nicht deshalb, weil plötzlich man den ländlichen Raum als attraktives Feld entdeckt hat, sondern vielleicht widersprich mir, wenn du anderer Meinung bist, sondern zum Teil halt eben auch deshalb, weil man diesem Rechtspopulismus etwas entgegensetzen wollte. Also vielleicht mal zum ersten Teil dessen, was du gesagt hast. Also die Abwärtsspirale, und da stimme ich mit dir überein, ist bei Weitem noch nicht überall durchbrochen. Ne, wir haben ländliche Räume, Regionen, die sehr vielfältig sind, sehr unterschiedlich sind. Denken wir nur mal jetzt an Berlin und Brandenburg. Ne, wir haben natürlich ein sehr, sehr prosperierendes Berliner Umland. Da schießen die Wachstumszahlen quasi, was die Bevölkerung betrifft, was die Kinder und Jugendlichen betrifft, die schießen geradezu nach oben. Ne, wir haben dort kleinere, mittelgroße Gemeinden, die haben 50, 75% an Einwohnerzuwachs in den letzten Jahren gehabt. Ne? Andere Regionen eher, ich sag mal, im metropolfernen Raum, da sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Also wenn du dich sozusagen ein bisschen weiter weg von Berlin begibst, ich sag mal jetzt in Richtung Sachsen-Anhalt, vielleicht auch hoch in Richtung Prignitz, da machen wir uns nichts vor. Da gibt es durchaus noch ein paar Ecken, wo nach wie vor der demografische Wandel auch voll zuschlägt. Ne? Bei den letzten Wahlen haben wir auch gesehen, das meinte ich vorhin auch, die politische Kultur ändert sich ja auch, das Wählerverhalten ändert sich auch. Da haben wir insbesondere so in den östlichen Teilen von Brandenburg, ich nehme jetzt mal Brandenburg als exemplarisch heraus, eher schon eine AfD-Wählerschaft, die halt vorrangig halt AfD gewählt hat. Das lässt sich auf jeder Karte zum Wählerverhalten sozusagen ablesen. Ob die Politik letztlich Förderprogramme nur deswegen aufgesetzt hat, weil hier, ich sag mal, in der politischen Landschaft sich was getan hat, das wage ich zu bezweifeln. Ich würde sagen, es gibt durchaus schon vorher die Bestrebungen, etwas zu machen auf europäischer Seite. Du weißt, dass wir damals so um 2010 herum da auch schon ganz viel mit europäischen Mitteln gemacht haben. Gründungsunterstützung in ländlichen Räumen, insbesondere so in Brandenburg, ne, um letztlich auch junge Menschen in ländlichen Räumen zu halten. Aber ich weiß auch, dass LIDA schon seit Jahrzehnten sehr aktiv ist in ländlichen Räumen und auch über eine gute finanzielle Ausstattung verfügt, um strukturell hier in die Räume zu investieren. Und dazu kamen natürlich dann auch schon vor mittlerweile 7 Jahren, 2015, das Bundesprogramm
ländliche Entwicklung. Also auch der Bund engagiert sich doch sehr, sehr deutlich. Und ich sage mal, wenn solche Prozesse aufgesetzt werden, solche Programme kreiert werden, dann hat das mit Sicherheit immer noch mal 2, 3 Jahre Vorlauf. Das heißt, selbst hier kann man sagen, würde ich das tatsächlich ein bisschen unabhängiger von, ich sage mal, dem reinen Wählerverhalten sehen. Ich glaube, dass die Politik erkannt hat, dass sie halt nicht immer nur Politik für die Städte machen kann, sondern dass es auch Sinn macht, Politik für Dörfer zu machen, beziehungsweise Förderprogramme zu stricken, wovon eben auch Menschen in Dörfern profitieren. Beispielsweise im Bereich der Nahversorgung, beispielsweise im Bereich der Gründung, des Gründungsgeschehens etc. etc. Also insofern würde ich sozusagen diese Kausalität nicht sehen, könnte mir aber vorstellen, dass es ein Katalysator gewesen ist. Ja, du schreibst ja Brandenburg, wenn man jetzt noch ein bisschen weitergeht, so nach Sachsen, also ich habe gerade hier mit einer guten Bekannten gesprochen aus der Politik in Sachsen, die sagt, wenn hier heute gewählt werden würde, wäre Sachsen AfD. Also da hätte man quasi eine AfD-Regierung in Sachsen. Also ja, das ist schon, da steckt ja schon eine riesige Gefahr drin. Aber lassen wir das mal, vielleicht die politische Ebene mal kurz auch beiseite, wobei die immer wichtig ist. Du hast es vorhin beschrieben, es gibt natürlich prosperierende Regionen und weniger prosperierende Regionen. Die Prosperität kommt natürlich teilweise auch durch Zuzug, teilweise auch durch Rückzug, interessanterweise, auch viel natürlich durch Zuzug, gerade rund um die großen Städte. Berlin ist natürlich da absolut prototypisch, dass da viele Leute jetzt durch die Pandemie und auch vorher schon gesagt haben, eigentlich gar nicht so übel in den ländlichen Raum, ins Ballungsgebiet Berlin zu ziehen und möglicherweise auch die Fahrt auf sich zu nehmen. Aber es gibt halt dann Regionen, wenn ich jetzt auch bleibe mal in Brandenburg, Uckermark beispielsweise, Schorfleite Uckermark, da haben wir in unserem Beirat die Carla Kniestedt drin, die wohnt oben in Templin. Und die ist ja auch die Sprecherin für ländliche Entwicklung bei den Grünen in Brandenburg, die sagt, es gibt auch sehr viel Konfliktpotenzial, weil in manchen Regionen sind die Häuser aufgekauft worden von Berlinern, werden nur als, oder von anderen Großstädtern, werden als Wochenenddomizile genutzt, was eigentlich der Region ganz wenig nur bringt. Und also was die Weiterentwicklung der Region, weil die kommen, die kaufen dann in Berlin ein, sind am Wochenende in ihrem Ferienhaus und verschwinden wieder und haben ganz hohe Ansprüche. Wenn ihr in euren Forschungsarbeiten, wenn ihr das beobachtet habt, wie seht ihr denn dieses Zusammenwirken? Ist da eher ein Risiko da drin, dass plötzlich die Sachen besetzt werden oder gekauft werden? Oder steckt da auch eine Chance drin, dass solche Regionen so eigentlich kulturtouristisch oder wochenendtouristisch erschlossen werden? Ja, also es kommt natürlich, wie immer, die Antwort, es kommt ganz drauf an. Natürlich sind diejenigen, die jetzt nur ein Wochenendhaus oder eine Wochenendwohnung im Norden von Brandenburg, weil du das jetzt gerade erwähnt hast, dann erwerben und da übers Wochenende ein, vielleicht 2 Tage hochfahren und das noch nicht mal jedes Wochenende, ihr ganzes, also alles das, was sie sozusagen mitbringen, schon in Berlin einkaufen und dann auf ihrer Scholle sozusagen da in Brandenburg dann sitzen. Die verfügen natürlich über relativ wenig Raumwirksamkeit, könnte man sagen. Ne? Aber von denen gibt es, sind ja nicht alle, ne? Sondern da gibt es ja eine ganze Reihe von Menschen, die rausgehen aufs Land, um dort auch Raumwirksamkeit zu erlangen, die ganz bewusst leerstehende Gebäude revitalisieren oder erneuern, mit einer Funktionsmischung versehen, die auch, ich sag mal, nicht nur private Aspekte berührt, sondern auch öffentlichere Aspekte berührt, die versuchen, Kunst und Kultur beispielsweise reinzubringen, die versuchen, sich in die Gemeinschaft auch mit einzugliedern, die den Kontakt auch suchen, ne? In die etablierte Dorfgemeinschaft. Man hat sozusagen diese beiden Pole, ne? Das eine, was ich geschildert habe, diejenigen, die quasi auf ihre Scholle gehen und die anderen, die sich natürlich sehr gut einbringen möchten und das auch geschickt machen. Wie immer
irgendwo gibt es auch die breite Masse dazwischen. Ne? Und da würde ich sagen, da sind natürlich Konflikte da. Da gibt es allzu häufig Nutzungskonflikte, da gibt es häufig auch Kommunikationsbarrieren, die bestehen. Und ich meine mich sogar daran zu erinnern, dass wir bei Social Impact mal in Mecklenburg-Vorpommern ein spannendes Projekt hatten, wo es genau darum ging, ne? Wo man irgendwie dann im Projektgeschehen festgestellt haben, das eigentliche Problem hier am Ort, im Dorf, ist eigentlich, dass die Menschen nicht mehr miteinander sprechen und auch gar nicht ins Gespräch mit denen kommen, die dann auch neu dazukommen. Das heißt, Kommunikation, das, was eigentlich ein Dorf ausmacht, Kommunikation, ein Gespräch am Gartenzaun oder wegen mir auch noch mal in der Kneipe, die es im Idealfall noch gibt, die fand irgendwie nicht so richtig statt. Und das ist durchaus nach wie vor ein Phänomen, das man beobachten kann. Mangel an Kommunikation. Mangel an Offenheit, auch übrigens nicht nur von den, ich sag mal, Alteingesessenen gegenüber den neu zugezogenen, sondern auch die neu zugezogenen haben manchmal nicht die Offenheit, denjenigen gegenüber, die schon länger im Dorf wohnen oder in der Region wohnen. Insofern, das zentrale Problem ist aus meiner Sicht, wenn man das jetzt mal so weiterstreckt, ein Kommunikationsproblem. Und es ist sehr wichtig, dass man dieses Kommunikationsproblem rankommt, weil dann, glaube ich, sind ganz viele Entwicklungsschritte möglich, eben auch sozial innovative Entwicklungsschritte. Ich sehe aber, ohne jetzt die Moderation an mich zu reißen, der Norbert Becker hat sich auch schon gemeldet. Vielleicht passt ja auch eine Frage. Norbert, hast du gemeldet? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Danke, Tobias. Danke, Norbert. Ich habe eigentlich eine Frage. Wie ist denn die Verteilung der, ich sag mal, Bevölkerung nach Stadt und Land? Weil das war ja so vor ein paar Minuten die Diskussion. Wir haben mehr die stadtnahen Bereiche, dann haben wir die ländlichen Bereiche. Das würde mich mal interessieren, haben wir da Zahlen? Und die zweite Frage in dem Zusammenhang, wenn man mal so ganz plakativ das anguckt, die Besonderheiten. Ist das nach Bundesländern oder nach Alter? Was sind so die 2, 3, 4 Besonderheiten, die das Leben auf dem Land oder die ländlichen Gebiete ausmachen? Mhm. Das wären eigentlich meine Fragen an der Stelle. Also vielleicht auf die erste Frage kann ich mit einer bundesweiten Antwort aufwarten. Also in Deutschland lebt die Mehrzahl der Menschen auf dem Land. Und damit in den kleinen Städten und in den Dörfern und in den Gemeinden, die, ich sag mal, eher kleiner sind. Also nicht in den Städten. Insgesamt wohl um die 47 Millionen Menschen, die auf dem Land leben und 34 Millionen Menschen, die in der Stadt leben. Das sind natürlich, das sind jetzt Zahlen, die habe ich mal vom BMWL mir mal rausgesucht. Diese Zahlen sind natürlich immer relativ zu betrachten, weil die Abgrenzung, was ist städtisch, was ist ländlich, das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wen man da fragt. Ne? Da gibt es Ressortforschungen, die einen sagen, das ist jetzt schon ländlich, die anderen sagen, nein, das ist jetzt eigentlich noch eher suburban. Ne? Aber das BMEL hatte mal eine Publikation, da waren die Zahlen so in etwa 47 Millionen Menschen auf dem Land und 34 Millionen Menschen quasi in der Stadt. Die zweite Frage habe ich. Also du hast das ja schon angedeutet, ich will es nur nochmal bestätigen. Das ist den Zahlen vom Thümen-Institut, die halt eben so geclustert haben, was ist städtisch, was ist ländlich. Und da gibt es natürlich sehr starke Kritik daran, weil du dann solche Orte wie Paderborn eher unter ländlich einstufen würdest als unter städtisch. Oder wird vom Thümen-Institut unter ländlich eingestuft, weil die Küste jetzt aus NRW, deshalb nehme ich das gerade mal als Beispiel, wird eher als ländlich eingestuft, nicht als städtisch. Oder halt Orte, die irgendwie 10 Kilometer entfernt sind von der Großstadt, sind dann ländlich und die sind städtisch, weil da ist es schwierig. Also so richtig kann man diese Frage nicht beantworten, aber vom Grundsatz her bleibt es dabei. Wir haben in Deutschland immer noch, wie es Tobias schon gesagt hat, einen sehr, sehr repräsentativen Anteil von Menschen, die in ländlichen Regionen wohnen. Aber das ist halt sehr divers, sozusagen, die Struktur.
Entschuldigung, Tobias. Ja, alles gut. Wir sind ja alle miteinander gut im Gespräch. Das finde ich auch, finde ich auch total spannend. Ich finde vor allen Dingen die zweite Frage auch sehr spannend von dir, Norbert. Weil das ist nochmal so, was zeichnet eigentlich so ein Dorf aus oder so eine ländliche Region? Ne? Was macht das eigentlich? Ne? Da habe ich natürlich jetzt auch nicht Zahlen, Daten, Fakten parat, aber ich kann durchaus mal auf das Bezug nehmen, was ich beobachtet habe in der Forschung. Weil wir haben in der Zeit, in der ich am Leibniz-Institut für Regionalentwicklung für raumbezogene Sozialforschung, gewesen bin. In der Zeit haben wir einige Landgemeinden untersucht und dabei ist uns schon aufgefallen, dass in allen Landgemeinden auch so eine Anpack-Mentalität vorherrschend war. Das heißt, wenn man denn Probleme identifiziert hat, dann hat man die auch miteinander besprochen. Man findet dann auch seine Formate im Dorf und die können auch manchmal ganz basaler Natur sein, also eine klassische Bürgerversammlung, ne, bis hin aber auch zu sehr modernen und auch kreativen Formaten. Und dann, muss ich sagen, was wir immer wieder beobachtet haben, ist so eine Ärmel-hoch-Mentalität, so eine, wir krempeln die Ärmel-hoch-Mentalität, packen an ich weiß nicht, alle diejenigen, die schon ein bisschen, ich sag mal, höhere Semester sind und aus der ehemaligen DDR kommen, ich zähle mich mittlerweile tatsächlich dazu. Da gab es immer früher den sogenannten Subotnik. Ich kenne das von meinen Eltern, die auch immer im Gärtchen gewerkelt haben. Die mussten dann auch immer einen Subotnik machen und wir Kinder durften dann immer kräftig mithelfen. Und das ist immer so ein Arbeitseinsatz gewesen, den man in der Gemeinschaft gemacht hat, für die Gemeinschaft. Und das ist schon so eine Mentalität, die man vielerorts beobachten kann. Das würde ich schon sagen. Ja, also eine Antwort auf deine auch komplexe Frage, Norbert. Ich würde nochmal zurückkommen auf die Aussage, die du vorhin getroffen hast, wo dann es häufig in ländlichen Gemeinden mangelt, gerade auch in Bezug auf Innovationsentwicklung. Du hast dieses Beispiel, unser Beispiel aus Zinso, so hieß dieser Ort damals in Mecklenburg-Vorpommern, kurz benannt, wo wir nach einer intensiven Analyse festgestellt haben, die Leute im Dorf reden nicht miteinander. Das war das größte Defizit. Da waren eigentlich gar keine Zugezogenen dabei damals. Das waren einfach alles Leute, das war ja wirklich ein Dorf JWD. Da gab es einen Westdeutschen, das war ein Arzt, der sich ein altes Schloss gekauft hatte. Sonst gab es nur Einheimische. Und die haben alle nicht miteinander geredet. Das war eine spannende Feststellung, die resultierte daraus, damals, dass bestimmte Orte, die als Kommunikationsorte für uns eigentlich immer definiert sind, weggefallen sind. Also es gab die Dorfkneipe nicht mehr, es gab den Konsum nicht mehr und die Arbeitsgemeinschaft, die zu Zeiten der DDR noch durch die LBG, also durch die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft geprägt war, war umgewandelt worden in einen agrarindustriellen Betrieb. Und dort haben nur noch 5 Leute gearbeitet und nicht mal 120. Und damit waren die Anlässe zur Kommunikation weggefallen. Und das hat zu der wahnsinnigen Frustration im Ort beigetragen. Und da, ich spreche das deshalb an, weil ja die Frage ist, wie kann man ein Dorf vitalisieren? Das war damals unser Ergebnis. War zu sagen, wir müssen Kommunikationsorte schaffen. Also es muss Austauschorte geschaffen werden, in dem das, was du gerade angesprochen hast, Subotniks auch organisieren können, also sozusagen die Kommunikation stattfinden kann. Gibt es solche Programme oder gibt es, also uns gab es eine Dorfkümmerer, war ja so ein Programm, aber gibt es andere Programme, wo das systematisch betrieben wird und hast du da Ergebnisse oder kannst du da auf Ergebnisse verweisen? Ja, also auf jeden Fall. Also ich stimme mit dir in der Diagnose überein. So diese Orte der Kommunikation, die sind unheimlich wichtig. Und das sind nicht nur die Kneipen, sondern es ist eben zum Beispiel auch der Dorfladen. Der Dorfladen ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, an dem man sehr viel aufhängen kann. Denn der Dorfladen ist eben nicht nur der Ort, an den man einkaufen geht, sondern es ist auch der Ort, an den, also
insbesondere Jung und Alt einkaufen gehen, also die Kinder einkaufen gehen und auch die älteren Menschen einkaufen gehen, sondern es ist auch der Ort der Kommunikation. Hier kommen die Leute zusammen, hier wird sich ausgetauscht, entweder über so ein schwarzes Brett oder direkt, man trifft sich im Konsum, im Dorfladen. Im Idealfall gibt es vielleicht noch irgendwo einen Kaffee, den ich mir dort servieren lassen kann oder ziehen kann. So, jetzt haben wir oftmals das Problem, dass eben so ein Dorfladen auch nicht mehr richtig, also dass es ihn nicht mehr gibt oder dass er sozusagen aus dem Dorf verschwindet. Und ein zentraler Grund dafür ist sicherlich, dass sich Dorfläden lange Zeit einfach nicht mehr gerechnet haben. Wir haben häufig inhabergeführte Dorfläden. Diese inhabergeführten Dorfläden, also mit einem Chef oder einer Chefin, die haben das ein Leben lang gemacht. Die kommen jetzt in ein gewisses Alter, in ein Rentenalter. Und die versuchen vielleicht noch irgendwie eine Nachfolge zu finden, finden die aber nicht. Warum? Weil sich natürlich auf einer eher kleinen Fläche, die es nun mal in den Dörfern nur gibt, eher kleine Flächen, bei diesen geringen Margen das Geschäftsmodell nicht mehr rechnet. So, was wir beobachtet haben, ist, ich würde jetzt mal auf einen Spiegelartikel zurückkommen, den ich erst vor ein paar Tagen gelesen habe. Was wir dann beobachtet haben, ist, dass zwischen 2015 und 2021 von 50.000 kleinen Lädchen heute nur noch 34.000 übrig sind. Das heißt, wir haben nur in der Zeit von 2015 bis 2021 einen rapiden Abfall an diesen kleinen Läden in den ländlichen Räumen. So, das ist tatsächlich ein Problem, weil damit ja nicht nur die Möglichkeit, sich zu versorgen, nahezu versorgen, abhanden geht, sondern weil auch so ein Kommunikationsort verloren geht. Und jetzt kommt, glaube ich, genau das Ding, warum wir auch heute hier zusammenkommen. Stichwort soziale Innovation. Der eigentliche Punkt ist, dass wir Dorfläden neu denken müssen. Und das machen auch einige. Ja, wir kennen wahrscheinlich hier in der Runde alle Heinz Frei, der vor 10, 15 Jahren schon ein neues Dorfladenkonzept entwickelt hat. Diese Idee einer multifunktionalen Einrichtung, die ist mittlerweile allgegenwärtig. Die Idee sozusagen, nicht nur den Laden selbst, also mit den normalen Produkten, die man in so einem Dorfladen findet, zu kombinieren mit dem Bäcker, der auch mal einen Kaffee und einen Kuchen anbietet, zu kombinieren mit einem Veranstaltungsraum, wo die Menschen zusammenkommen können, miteinander feiern können oder vielleicht auch eine Bürgerversammlung abhalten können. Das kombiniert vielleicht auch mit einer Mitfahrerbank, wo gleich die Mobilität mit dazu gepackt wird. Diese Idee, die Dinge miteinander zu vermischen, zu mixen, die Postfiliale vielleicht noch mit rein oder der Rechtsanwalt, der zweimal in der Woche vorbeikommt, etc. etc. Diese Idee hat dafür gesorgt, dass es vielerorts mittlerweile wieder Dorfläden gibt oder es immer noch Dorfläden gibt, weil ein neues Betreibermodell auch gefunden wurde. Und ja, es gibt natürlich immer wieder Fördermöglichkeiten, wo es, ich sag mal, mindestens auf konzeptioneller Ebene gefördert wird, bis hin zu Förderprogramme, wo es bis in die, ich sag mal, bis in die Einrichtung letztlich von solchen Dorfläden geht. Vielleicht noch, um diesen innovativen Aspekt noch rauszustellen. Ich selbst hatte mal ein Dorf mir angeschaut, die haben vor genau diesem Problem gestanden. Der alte Dorfladen macht zu. Und wir wollen aber unsere Nahversorgung am Ort lassen und die Discounter und Supermärkte interessieren sich nicht für uns, weil wir eben die Flächen nicht haben. Und dann haben die eben auch einfach clever agiert und haben sich unter anderem ein Sozialunternehmen mit reingeholt, ein Unternehmen, das in der Behindertenarbeit tätig ist. Und heute arbeiten da in dem Dorfladen eben auch Menschen mit Handicap, mit Behinderung. Und das Konzept geht auf. Diese Läden, das ist jetzt nicht nur einer, es sind mittlerweile auch viele Läden, diese Läden gibt es, diese Läden arbeiten wirtschaftlich
Und insofern ist hier nicht nur Nahversorgung gesichert worden, sondern eben auch ein wichtiger Ort der Kommunikation. Und darauf kam es den Leuten tatsächlich auch drauf an, ne, diesen Ort der Kommunikation zu behalten. Also ich kann jetzt auch noch mal so ein bisschen Eigenwerbung machen für das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung. Da ist zum Beispiel auch so ein Programm mit dabei, wo wo Konzepte für Nahversorgung mit gefördert werden. Nicole hat eine Frage und es gab hier nochmal, und das hast du jetzt, glaube ich, schon teilweise beantwortet, eine Frage im Chat von Christine, dass ja in Polen, also in anderen Ländern, fast in jedem Dorf noch solche Minimärkte, Sklepps heißen die dort, existieren. Vermutlich ist es so, dass dort halt eben diese Eigentümerbeziehung noch stärker ausgeprägt ist als bei uns und auch die Einkommen durchschnittlich sowieso niedriger sind, also von daher vielleicht auch eher davon leben kann. Vermute ich mal, dass das der Grund dafür ist. Ja, von den Dorfläden und den Versorgungsproblemen, Nahversorgungsproblemen, die existieren, du hast es vorhin angedeutet, Lidl oder Aldi, also Lidl hat eine klare Ansage gesagt, das Einzugsgebiet müssen 15.000 Menschen leben. Ostdeutschland, vor allen Dingen Ostdeutschland und auch Norddeutschland, sehr stark dadurch geprägt, dass die Dörfer sehr klein sind. Das bedeutet, du musst teilweise 20 Kilometer fahren, um ein Lidl zu finden. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Mobilität. Das heißt, du musst ja auch mobil sein. Und wir haben ja auch in Dörfern trotz allem, trotz dem Zuzug, den wir im Moment feststellen, ein großes demografisches Problem. Die Leute werden immer älter und im Zusammenhang mit dem Älterwerden immobiler. Was gibt es dort für innovative Ansätze, um genau diesen Widerspruch zwischen Immobilität, Nahversorgungsprobleme in ländlichen Räumen zu lösen? Ja, da gibt es auf jeden Fall Lösungsansätze, aber vielleicht nochmal eine kleine Vorrede. Es stimmt, tatsächlich sind Discounter, aber auch große Supermärkte gar nicht mal so sehr interessiert an den ländlichen Räumen. Wir finden natürlich vielerorts irgendeine bekannte Kette, ne? Aber entscheidend ist doch, dass sehr viele von den Kindern und sehr viele von den älteren Menschen überhaupt nicht die Möglichkeit haben, so einen Laden überhaupt zu erreichen. Ne? Man sagt in Fachkreisen, ein Mensch, ich sag mal im höheren Alter, will nicht mehr als oder kann nicht mehr als etwa 1000 Meter bis zum nächsten Laden gehen. Und wir machen uns auch nichts vor. In den meisten Dörfern fährt der Bus 2-3 Mal am Tag. Wenn du den nicht erwischst, dann hast du keine Chance, irgendwie einkaufen zu gehen. Also die Menschen haben sich natürlich in den letzten Jahren, und jetzt komme ich auf deine Antwort, zum einen schon ein Stück weit damit arrangiert, dass ihnen auch mal was aus einem Laden mitgebracht wird. Ja, das ist das eine, also dieses Nachbarschaftliche, ne, dass man sozusagen dem anderen, den Nachbarn auch mal was aus dem Supermarkt mitbringt, das gibt es sehr wohl. Allerdings würde ich sagen, spielt das Thema Digitalisierung bei der Frage auch eine wichtige Rolle. Und das nimmt jetzt tatsächlich ziemlich Fahrt auf. Es ist nicht so, dass es da noch keine Anbieter gibt. Es gibt mittlerweile Anbieter, die genau das versuchen, nämlich über digitale Mittel auch, ich sag mal, nicht Supermärkte, sondern Läden oder auch regionale Nahversorger, regionale Anbieter sozusagen mit Konsumenten in Verbindung zu bringen. Da gibt es Beispiele durchaus von Norden bis Süden in Deutschland. Plattformen beziehungsweise Homepages mit angeschlossener Ladenfunktion, wo das möglich ist, wo man online bestellen kann und dann quasi auch beliefert wird, beziehungsweise wo man auch etwas mitgebracht, wo einem auch was mitgebracht werden kann. Für einige, die sich mit ländlicher Entwicklung auskennen und dann auch mit dem Thema Digitalisierung. Für diejenigen wird vielleicht das Thema digitale Dörfer vom Fraunhofer IESE auch ein Begriff sein, die mit der Bestellbar und der Lieferbar genauso ein Instrument zur Verfügung gestellt haben. Also, dass ich sozusagen auch online meine Sachen bestellen kann und faktisch dann eben auch über ehrenamtliche Akteure geliefert bekomme. Also, ich denke, das spielt eine große Rolle. Also neben dem
ich sag mal, nachbarschaftlichen Mitbringen, Engagement, sag ich mal, ne, was es schon seit langem gibt, sozusagen diese digitale Komponente, die jetzt auch eine immer größere Rolle spielt und auch spielen wird. Und nicht zuletzt, das Modell gibt es nach wie vor jetzt in abgewandelter Form auch in der Uckermark. Du hast ja vorhin auch die Uckermark mal erwähnt. Ich meine, vor 10, 15 Jahren ging dieser Kombibus relativ gut auch durch die Presse. Das heißt, es ist so ein kombinierter Bus gewesen aus Personennahverkehr, der Bus halt sozusagen, der durch die Uckermark gefahren ist, mit dem Lieferverkehr, ne, dass sozusagen auch im Bus sozusagen nicht nur Personen, sondern auch Güter bewegt wurden bzw. transportiert wurden und in die Dörfer reingekommen sind. Heute gibt es meines Wissens den Kombibus in der Form, wie er damals existiert hat, nicht mehr. Allerdings ist ein anderes Angebot in genau derselben Ecke in der Uckermark etabliert worden, was genau diesen Dienst sozusagen erbringt. Ne? Also sprich, dass man Waren bestellt und diese Waren dann mit dem Bus, der ohnehin ins Dorf fährt, dann auch geliefert bekommt. Also das ist sozusagen auch eine dritte Möglichkeit, dass man sozusagen im Mobilitätsbereich die Dinge auch miteinander verschränkt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir lernen, also wir sehen ja sozusagen am Beispiel der Nahversorgung, wir sehen ja am Beispiel auch der Mobilität, dass es integrierte, dass es miteinander verknüpfte Denken eine wichtige Grundvoraussetzung ist, um in ländlichen Räumen ein attraktives Angebot zu schaffen und auch Leben attraktiv zu halten. Ne? Und das kann man möglicherweise auch auf viele andere Themenbereiche übertragen. Ja, beispielsweise auch im Bereich Gesundheit und Pflege oder auch Kindererziehung. Ne? Ohne das Thema jetzt, ohne dass die Frage jetzt von dir gestellt wurde, aber ich will es jetzt nur ganz kurz anreißen. Ne? Was ist eigentlich, wenn so eine Kita in einem Dorf existiert, die ursprünglich drei Gruppen beinhalten sollte, aber faktisch nur eine Gruppe hat? Ne? Macht man dann gleich die Kita zu? Das ist der Impuls, der uns möglicherweise der naheliegend ist. Na, dann müssen wir die Kita schließen, dann machen wir die Gruppe zu und die Kinder gehen ins Nachbardorf oder drei Dörfer weiter in die nächste Kita. Oder geht man andere Wege und verknüpft das beispielsweise mit einer Tagespflege für ältere Menschen, so geschehen in Hessen. Na, da gibt es ein schönes Beispiel, was auch vom Bundesprogramm Ländliche Entwicklung gefördert wurde in Hessen, wo man genau diesen Weg gegangen ist, dass man eben das Schließen vermieden hat und lieber eben in eine Verknüpfung gegangen ist, hier in dem konkreten Fall Tagespflege für ältere Menschen. Und tatsächlich in diesem Gebäude, worum es jetzt hier auch geht, so ein Gemeindehaus, auch baulich dafür Sorge getragen hat, dass diese Gruppen, einmal die Kita-Gruppe und dann die zweite Gruppe der Senioren, dass die auch miteinander in Interaktion treten können. Ne? Also eigentlich sind diese Sachen nur durch eine Glaswand getrennt, Kita und Seniorentagespflege nur durch eine Glaswand getrennt. Und dann hat man noch verschiedene Programme, wo die dann eben zusammenkommen, ob beim Vorlese- oder beim Bastelnachmittag oder was auch immer. Und somit wird plötzlich so ein Konzept auch tragfähig. Und du kriegst ein Betreiber, das ist ein tragfähiges Betreibermodell eben in so einem Dorfgemeinschaftshaus, sag ich mal. Und man hat halt verhindert, dass man gleich wieder alles geschlossen hat. Man muss die Sachen integrativ und in Kombination miteinander denken. Dann wird häufig ein Schuh draus. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Also ich nehme mal die Frage von Nicole nochmal auf, weil klar, das ist richtig, wir haben inzwischen durch Lieferdienste, die digitale Bestellmöglichkeiten und so weiter, eine höhere Flexibilität und wir können, darüber kann die Nahversorgung mehr oder weniger gewährleistet werden. Das ist richtig. Aber du hast vorhin auch gesagt, die Kommunikation
ist das, was der Konsum bietet. Das bietet der Lieferservice ja nicht. Also ich komme selbst vom kleinen Dorf und habe mich damals als ein Jugendlicher. Und wir hatten genau gegenüber den Lebensmittelladen. Ich konnte das beobachten, dass teilweise ältere Leute da 2 bis 3 Stunden zugebracht haben, weil die Verkäuferin war praktisch die Dorftherapeutin. Sozusagen, das ist ja über Lieferdienst nicht zu machen. Die Leute geben die Sachen ab und verschwinden. Also die Einsamkeitsphänomen wird ja dadurch nicht gelöst, dass wir plötzlich das wohl technisch können, aber auf der menschlichen Ebene ist der Service ja nicht gleichwertig. Ja, natürlich kann so ein Lieferdienst jetzt so einen Dorfladen per se nicht ersetzen. Allerdings, ich meine, so ein Lieferdienst hat möglicherweise auch eine andere Funktion. Ne? Hier geht es einfach auch darum, also die ich jetzt vor meinem geistigen Auge habe, da geht es auch in erster Linie darum, auch lokale regionale Produkte an Mann und Frau zu bringen. Und wenn Menschen in ländlichen Räumen dann auch wieder einen Absatzmarkt haben, weil ihre Produkte, die ja ohnehin keine Chance haben bei einem Discounter oder nur eine marginale Chance haben, in einen normalen Supermarkt reinzukommen. Also wenn die Produzenten aus den umliegenden Dörfern, aus der Region sozusagen über eine App-basierte Lieferplattform die Möglichkeit haben, ihre Produkte zu vertreiben, dann hält das auch Wertschöpfung in der Region. Und darum geht es ja im Wesentlichen auch. Wir müssen ja schauen, dass mit jeder Konsumentscheidung, die wir treffen, auch eine Entscheidung treffen für oder gegen unsere eigene Region. Ich sage es mal so, wenn ich natürlich mein Geld ausschließlich in einem Discounter ausgebe, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn die Geldflüsse irgendwie auch aus der Region hinausgehen. Wenn ich aber dafür einen regionalen Lieferdienst in Anspruch nehme, der sich zu einem großen Teil auch mit Waren zusammensetzt aus der Region, dann sorge ich auch dafür, dass das Geld in der Region bleibt und dass sozusagen mein landwirtschaftlicher Betrieb, mein Metzger, mein Imker etc. etc. auch seinen Absatz findet. Das wird dem auch nicht reichen, dem Imker und dem Metzger und dem Landwirt. Aber der hat dann darüber hinaus noch ein paar andere Distributionskanäle, also sprich, wo er noch verkaufen kann. Es ist aber eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle. Ne? Und es ist ein niedrigschwelliges Angebot, insbesondere für diejenigen, die, ich sag mal, auch wenigstens ein bisschen digital affin sind und auch mal eine App oder eine Homepage bedienen wollen und auch können. Also insofern stehe ich dem gar nicht so kritisch gegenüber, aber du hast jetzt schon recht. Also der Lieferdienst wird sich in der Regel nicht die Zeit nehmen, mit dir 30 Minuten über Gott und die Welt zu reden, sondern der hat natürlich einen neuen Auftrag dann zu erfüllen, neuen Kunden zu erreichen. Das kann schon sein, ja. Was ja der Konsequenz wäre, dass wir quasi andere Kommunikationsorte benötigen oder andere Angebotsstrukturen benötigen, um diese Kommunikation zu ermöglichen, die im ländlichen Raum notwendig ist. Darf ich da einhaken? Ja. Weil da merke ich aus meiner Praxis und auch aus meiner wissenschaftlichen Tätigkeit, wann findet denn eine Kommunikation statt? Sie findet natürlich am Dorfladen statt, keine Frage. Sie findet natürlich auch in der Kneipe statt. Aber mein Eindruck ist, dass die Menschen dann am meisten miteinander kommunizieren, wenn sie Projekte zusammen machen, wenn sie irgendwas zusammen wuppen. Wenn sie was zusammen basteln, wenn sie was zusammen graben, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, wir machen hier was für uns und unser Dorf, dann kommt ganz, ganz viel Kommunikation zustande. Und ich würde mal so weit gehen und sagen, einem Dorf kann eigentlich nichts Besseres passieren, als dass man sich ein gemeinsames Projekt vornimmt. Und da ist es egal, ob das der Blütenstreifen am Rande des Dorfes ist für die Bienen oder ob das eine neue, keine Ahnung, ein neuer Dorfladen ist oder ob das eine ökologische Sickergrube ist, die man da baut. Das ist erstmal so weit erstmal egal. In der Zeit
findet Kommunikation statt. Und hier werden die Grundlagen, wenn das ganze Ding auch noch erfolgreich ist, werden die Grundlagen für Identität geschaffen. Weil das ist dann der Punkt, wo die Leute sagen, Mensch, das haben wir gewuppt. Das hat richtig gut funktioniert. Das hat Spaß gemacht. Ne? Und das ist dann sozusagen das Scharnier für die nächste Aktion. Da sind wir wieder beim alten Dorfgemörder-Projekt. Das hast du nicht vergessen. Ne? Ich gehe nochmal trotzdem zurück, weil auch Fritz Körner hat gerade, ihr kennt euch ja auch, gerade nochmal gechattet, dass das Problem häufig besteht, dass die regionalen Produzenten in der Region gar nicht bekannt sind. Sozusagen, also regionale Kreislaufwirtschaft, was du vorhin angesprochen hast, wäre natürlich total spannend, um Absatzmärkte in der eigenen Region zu erschließen. Aber das muss ja auch jemand organisieren, der in der Lage ist, die unterschiedlichen Produkte zusammenzuführen, damit sie überhaupt einen Absatzmarkt finden. Bisher ist es so, dass die regionalen Produzenten dann eher ihre Produkte nach Berlin auf den Markt bringen, also dort einen Absatzmarkt haben und sie weniger in der Region vermarkten. Was müsste man denn oder was könnte man dort an der Stelle tun, dass man, das hätte ja mehrfachen positiven Effekt, dass wenn es gelingen würde, regionale Produkte in der Region zu verankern. Was für Akteure braucht man, was für eine Förderpolicy wäre notwendig, um das viel stärker zu befeuern? Na gut, ich bin jetzt kein Experte für Onlinehandel, also als solcher möchte ich mich gar nicht ausgeben, aber was ich beobachtet habe, ist halt, es gibt ja nicht nur sozusagen, wie sagt man so schön, Business-to-Customer-Beziehungen, also sprich an Produzent-Konsument-Beziehungen, sondern was auch sehr häufig ja ist, ist ja auch dieses Business-to-Business-Modell. Ich denke, das ist allen Leuten, die Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft studiert haben, noch viel mehr vertraut, als mir das vertraut ist. Das, was ich aber beobachte, ist halt, dass natürlich genau solche Plattformen eben auch für Business-to-Business-Relations genutzt werden und dadurch einfach auch größere Abnahmemengen erzeugt werden. Ne, Abnahmemengen in die Hotellerie beispielsweise oder Abnahmemengen, die ins Gastrogewerbe gehen. Das scheint mir schon auch sehr wichtig zu sein, um einfach auch hier für einen gewissen Umsatz zu sorgen. Ne? Natürlich, sagen wir, Business zu Konsumentenverhältnisse natürlich, dass das auch sehr wichtig ist, keine Frage. Aber die großen Abnehmer sind eben dann gerade Hotels und Gastronomie in touristisch attraktiven Lagen. Und da muss man dann natürlich auch schauen, dass man da reinkommt. Ne? Ein Weinhandel, ich hatte mal einen Weinhandel in der Uckermark kennengelernt. Da habe ich mich so gefragt, wie schafft er das ja eigentlich zu überleben? Ne? Und das ist faktisch so gelaufen, dass ganz viel Hotellerie und Gastronomie. Haben wir ein Problem mit Tobias-Verbindung? Er hat wahrscheinlich heute auch schon so lange im Internet gesprochen. Aber geht es jetzt wieder? Geht es besser? Ja, jetzt bist du wieder da, Tobias. Okay. Super, okay. Weil bei mir, ich sehe euch alle und ihr wackelt auch alle mit den Köpfen, also ihr seid nicht eingefroren. Gut. Du warst, glaube ich, noch nicht am Ende mit deinem Vortrag, mit deinem Beitrag. Nee, ich glaube, dass das Wichtigste, was diese Frage jetzt betrifft, das habe ich jetzt versucht, so zum Ausdruck zu bringen, also insbesondere halt, dass man eben für größere Abnahmemengen sorgt in Gastronomie und Hotellerie. Ja, okay. Oder vielleicht auch in Schulen und in Kantinen, das ist ja auch noch so ein wichtiges Thema. Ne? Also bringen wir es doch mal auf den Punkt jetzt in Brandenburg. Nehmen wir wieder das Beispiel Brandenburg. Für alle diejenigen, die sich von außerhalb von Brandenburg zugeschaltet haben, bitte ich da um Nachsicht, aber da habe ich jetzt noch den ehesten Überblick über das, was hier zwischen Berlin und Brandenburg passiert. Aber wie kann es denn eigentlich sein, dass in Brandenburg sozusagen die Biokühe auf dem Feld stehen, aber faktisch ihre Produkte, also egal was sozusagen, ne, ob jetzt das Milcherzeugnis bis hin zum Fleischerzeugnis nicht auf Berliner Tellern landet. Ne? Da muss es doch im Endeffekt, das muss doch möglich sein. Und da braucht es dann eben auch entsprechende Verarbeiter zwischendrin, zwischen den
zwischen den Landwirten auf der einen Seite und den Kantinen und den Einrichtungen, sage ich mal, auf der anderen Seite. Und das muss natürlich bekannt gemacht werden. Ne? Solche Netzwerke, solche Ketten müssen aufgebaut werden. Und da dafür gibt es schon auch dann Förderprogramme und auch Förderungen, um das zu bewerkstelligen. Ne? Also so ganz ohne Förderung ist sowas nicht. Also da gibt es schon viele Akteure, die da auch ein genuines Interesse daran haben, dass solche regionalen Ketten sozusagen aufgebaut werden. Es gibt hier gerade dazu oder insgesamt ein bisschen weiter noch als zu dem, was du gerade gesagt hast, die Frage, ob es Beispiel internationale Vernetzung gibt für die Stärkung des ländlichen Raums, perspektivisch für uns sinnvoll wäre, woraus man lernen könnte, woraus man sozusagen Ableitungen bilden könnte. Hast du da Ansätze? Ja, ich glaube, da muss man gar nicht so weit schauen. Also auf europäischer Ebene ist natürlich LEADER eine ganz, ganz wichtige Komponente oder ein wichtiger Akteur bzw. Akteure. Die muss man auf jeden Fall immer im Blick haben, weil sie eben auch bis auf die lokale, regionale Ebene hineinwirken. Und LEADER ist eben auch für den Ressourcen gut ausgestattet. Ne? Also die Frau Körmer, die Grit Körmer hat sich ja hier zugeschalten. Die kann ja im Endeffekt aus der Praxis auch bestens berichten als LEADER-Regionalmanagerin, wie das Prinzip LEADER funktioniert. Und darüber ist natürlich auch erstmal innerhalb von Deutschland, ich weiß, da gibt es immer diese LEADER-Treffen, mindestens einmal pro Jahr, ist für ganz, ganz viel Austausch gesorgt. Darüber hinaus, ich meine, ihr bei Social Impact macht es ja eigentlich auch sehr gut vor. Es gibt ja eine Reihe von europäischen Förderprogrammen, die, ich sag mal, internationalen Austausch auch fördern. Florian, ich schaue dich gerade an. Wir beide hatten ja auch die Gelegenheit bei Social Spaß, das ist ein EU-Förderprogramm oder Förderprojekt gewesen, wo ihr als Social Impact auch kräftig mit dabei gewesen seid, wo es ja darum ging, ich sag mal, für internationalen Austausch zu sorgen und bestimmte Themen, so eine gewisse Sensibilität für bestimmte Themen zu bekommen. Ich möchte es mal ansprechen, einfach nur, weil es hier genau gut passt, zum einen zu dieser Frage und zum zweiten zur vorhergehenden Frage. Ich kann mich durchaus erinnern, dass die Idee der öffentlichen Beschaffung ja auch nochmal eine sehr wichtige Rolle spielt. Nicht so, dass wir keine Erfahrung mit öffentlicher Beschaffung haben, aber die Frage ist zum Beispiel, wie wir öffentlich beschaffen, wie das Beschaffungswesen organisiert ist. Ne? Ist dieses Beschaffungswesen sozial und ökologisch nachhaltig? Ich erwähne das deswegen, weil für diesen Sachverhalt sind wir, wenn ich das noch recht in Erinnerung hatte, in Lappland vor allen Dingen aufmerksam geworden, wo ich sag mal, die Bedingungen, die wir hier in Brandenburg vorfinden, im Vergleich zu den Bedingungen in Lappland ja nochmal luxuriös sind. In Lappland muss man dann schon mal 40, 50 Kilometer fahren, um zum nächsten 50-Seelendorf zu kommen. Und da stellt sich zum Beispiel so die Frage nach der öffentlichen Beschaffung nochmal ganz anders, weil sonst kriegt man da oben in Lappland keine Wertschöpfung zustande, wenn man dort alles auslagert in andere Landesteile oder ganz sogar international auslagert. Ja. Also das wäre jetzt mal so ein Beispiel sozusagen, wie international, also wie sinnvoll internationale Projekte sind und wie sinnvoll es ist sozusagen von internationalen, aber eben auch nationalen Partnern zu lernen. Das ist total wichtig aus meiner Sicht. Sehr spannend. Und wenn man diese Dinge zusammen denkt, also Public Procurement als Ansatz sozusagen zur Stärkung regionaler Entwicklung, den Aufbau von regionalen Wertschöpfungsketten zu befördern, um halt eben auch regionale Produkte zu stärken und auch die Zusammenarbeit zwischen regionalen Produzenten, was ja auch wieder Kommunikationsanlässe bieten würde, jetzt nicht für ältere Menschen, aber halt eben für Menschen, die im Arbeitsleben stehen würden, könnte ein wichtiger Beitrag sein, um so Prozesse zu befördern. Aber
Also ich würde gerne mal vielleicht ganz kurz mal tatsächlich an Florian geben. Du hast ihn ja vorhin auch mal adressiert. Wir haben uns ja stark auch mit Spanien beschäftigt. Und dort sind wir in Regionen unterwegs gewesen, die noch viel sozusagen weniger besiedelt waren. Dörfer, wo wirklich nur zwei, drei Leute gelebt haben. Hast du da ein Beispiel, Florian, wo du sagen kannst, wie haben die denn eigentlich die Versorgung dort sichergestellt? Und was gab es da für Projekte, die sich dort umgesetzt haben? Ja, also wie du es schon gesagt hast, Norbert, in dem Bereich, also es war eher Nordspanien, was sehr flächenmäßig weit ist, aber sehr dünn besiedelt. Also ich glaube, das ist, ich glaube, ein Drittel der Bevölkerungsdichte, die Brandenburg zum Beispiel hat, war es, glaube ich, da ungefähr. Und da gab es sehr, sehr viele quasi, würde ich sagen, fast schon Geisterdörfer und Geisterkommunen. Die haben, ja, es gab auch mehrere Ansätze, wie überall, die zu wiederzubeleben, beziehungsweise Menschen zum Beispiel Nahversorgung sicherzustellen. Es gab ein Beispiel, La Exclusiva, die sind auch sehr bekannt geworden und haben auch skaliert in andere Regionen, wo quasi auch ein Versorgungsbus so ein bisschen in die Richtung, die auch vorhin von Nicole angemahnt oder vorgeschlagen wurde im Chat, quasi ein rollender Supermarkt, aber der lief quasi so, dass man, wenn beim da angerufen hat, bestellt hat, quasi bestimmte Produkte aus dem Katalog, die dann von einem großen Supermarkt geliefert wurden über diese Firma La Exclusiva und die quasi insofern Gewinn gemacht haben, als dass der Supermarkt weniger Marge bekommen hat pro Produkt und über diese Zwischenmarge quasi sich diese NGO quasi finanziert hat. Das wurde super angenommen, wurde dann auch skaliert und hat auch diverse Preise gewonnen. Das war ein Beispiel und die kamen, glaube ich, einmal die Woche, glaube ich. Die haben immer verschiedene Touren quasi gefahren. Also das war ein Beispiel. Da gab es natürlich noch ganz viele andere. Da ist auch Telekommunikation teilweise schon ein Problem in manchen Orten. Also das ist ein sehr, sehr dickes Brett, was man da bohren muss teilweise. Das ist uns Norbert wahrscheinlich. Nee, da ist er. Ich habe nur mein Bild mal weggeschaltet, weil mein Empfang im Moment instabil angezeigt hat. Kritz, du hattest auch ein Beispiel genannt. Könntest du das auch ganz kurz darstellen, worum es da ging? Nein, also wir arbeiten als Dorfbewegung Brandenburg. Sind wir zum Beispiel Mitglied im Dachverband der Europäischen Dorfbewegung. Und das ist auch was uns immer wieder spiegelt, sozusagen, wie es in anderen Regionen läuft, dass wir sozusagen nicht nur in Brandenburg solche Entwicklungen haben, sondern dass die europaweit zu verzeichnen sind. Aber weil du die gerne, Tobias. Bitte? Mach du wolltest antworten, ganz gerne. Ja, aber ich wollte dir gar nicht das Wort abschneiden, aber das, was Grit gerade gesagt hat, Dorfbewegung, ist natürlich auch nochmal ein sehr spannendes Thema. Insofern wir Zeit haben, können wir ja gerne auch noch zwei, drei Worte darüber verlieren, weil das ist ja auch eine Möglichkeit, Menschen, Dörfer und Regionen mit ins, also wieder ins Gespräch zu bringen. Ne? Aber Norbert, mach du erst mal bitte. Nee, das wäre auch meine Frage gewesen. Wir sind ja schon mit der Zeit auch durch. Erstmal vielen Dank. Ich hätte quasi noch eine abschließende Frage an dich. Wenn du entscheiden dürftest, welche Maßnahmen sozusagen dringend erforderlich sind, um die Dorfentwicklung, ländliche Entwicklung zu befördern, was würdest du, sag mir drei Maßnahmen, die du befürworten würdest, die man umsetzen sollte? Das ist ja sozusagen das Wunschprogramm, was ich jetzt hier. Genau, so du darfst jetzt mal Wunschprogramm, du kannst das natürlich dann auch später deinen Vorgesetzten weitergeben. Tatsächlich würde ich, also ganz ad hoc würde ich sagen, alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Kommunikation und Netzwerken im ländlichen Raum fördern.
Räume und Gelegenheiten schaffen, damit Menschen zusammenkommen, damit sie über Dinge nachdenken können, dass sie sich inspirieren lassen können, auch von externen Leuten, dass also so eine Situation geschaffen wird, in der man auch inspiriert wird und in der man auch andere inspirieren kann. Also ganz viel Kommunikation, Netzwerken, das ist für mich das absolute Nonplusultra. Dann die zweite Sache ist, Coaching. Coaching, um Menschen zu empowern, um sie auch zu befähigen für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel mal einen Antrag zu schreiben. Also die Kombination, dass beispielsweise Menschen, die hauptamtlich aktiv sind, ehrenamtlichen Aktiven sozusagen unter die Arme greifen, dass es sozusagen unterstützt wird, diese Menschen zu empowern, stark zu machen, bei ein paar Sachen zu helfen, auch zu unterstützen. Das wäre sozusagen die zweite Sache, also sozusagen so dieses Coaching-Thema. Und das dritte wäre dann tatsächlich ganz gezielte Beratung. Beratung, wenn es darum geht, Unternehmen beispielsweise zu gründen oder eine Genossenschaft aufzubauen, dass man die Menschen, die da aktiv sind, also die sozusagen schon sich unternehmerisch betätigen oder die, sag ich mal, neue Wege gehen wollen, um bestimmte Probleme, Herausforderungen in den Dörfern und den ländlichen Räumen zu begegnen, dass man die nicht alleine lässt, sondern dass man ihnen auch mit einer Fachberatung zur Seite steht, damit sie halt auch nicht jedes Fettnäpfchen mitnehmen. Das wäre mir auch sehr wichtig, dass man sozusagen die Menschen eben dort, also spätestens bei diesem Professionalisierungsprozess, der mit so einer Unternehmensgründung oder mit einer Genossenschafts- oder Vereinsgründung und so weiter einhergeht, dass man die Menschen damit nicht alleine lässt, sondern dass man sie dabei unterstützt, das, was sie ohnehin machen wollen, dass sie das auch gut machen können, ohne gleich wieder mit Recht, Gesetz, Steuer etc. dann in Berührung kommen zu müssen. Das wären so die drei Punkte. Vielen Dank. Das ist relativ vieles, passt natürlich zu dem, was wir auch denken. Das ist nochmal gut auf den Punkt gebracht. Ich frage nochmal nach. Weil wer sind die Akteure? Also du sagst, Menschen müssen wir empowern. Aber welche Menschen müssen wir empowern? Wie können wir die identifizieren, um die richtigen zu erreichen, die wir empowern? Das wäre die eine Frage. Ja, das ist die wesentliche Frage. Lassen wir es mal bei der. Naja, das sind ganz unterschiedliche Menschen. Das sind manchmal die berühmten Zugezogenen, ne, die mit ihren Ideen da aufs Land kommen und sich da realisieren wollen oder sag ich mal, ihre Projekte vorantreiben wollen, dann aber vielleicht auch Unterstützung benötigen, um mit den Menschen vor Ort, die schon länger da sind, auch in ein gutes und auch konstruktives Gespräch zu kommen und auch mit der Verwaltung in ein gutes Gespräch zu kommen, ohne dass sich gleich die Mauern wieder hochgezogen werden, ne? Ohne dass die Mauern gleich hochgezogen werden, weil Mentalitäts- oder auch Kommunikationssprachunterschiede bestehen. Also Menschen, die eher so aus der Fremde kommen, um zu bleiben. Ne? Das können aber auch Rückkehrer sein. Ne? Du hattest selbst vorhin gesagt, dass es zunehmend auch Rückkehrer gibt. Ich würde sagen, das würde ich jetzt aus meiner beruflichen Praxis auch so beobachten, dass es Menschen gibt, die wieder viele Leute gibt, die wieder zurückkommen. Es gibt aber auch in den Dörfern Leute, wo du einfach siehst, die wollen auch von sich heraus etwas wuppen. Ne? Das sind manchmal auch Alteingesessene. Ne? Das sind Leute, die die Idee haben, ihr Dorfgemeinschaftshaushalt wieder auf Vordermann zu bekommen und mit einer interessanten Nutzung zu versehen. Oder das sind Leute, die einfach Lust haben, mal wieder, ich sag mal, eine alte Tradition aufleben zu lassen, sei es ein Dorffest oder sei es irgendwie eine andere Möglichkeit, um was gemeinsam zu feiern, an irgendwelche Traditionen anknüpfend. Das sind solche Leute, die man unterstützen kann, sollte, müsste. Dann gibt es mit Sicherheit auch diejenigen,
die unternehmerisch bereits in den Dörfern und in den Regionen tätig sind. Auch die, auch bei denen macht es Sinn, die zu unterstützen. Ne? Nicht unbedingt nur gleich wieder beim Ausbau von ihren, ich sag mal, nächsten Lagerräumen, etc., sondern vielleicht auch einfach über irgendwelche Scharniere wie gemeinsame Veranstaltungen. Ne? Veranstaltungen wie, ich meine, da gibt es ja solche Formate wie Beer und Business zum Beispiel, um Menschen wieder ins Gespräch miteinander zu bringen. Ne? Auch vielleicht auch mit Ehrenamtlern. Also sozusagen die Bandbreite derer, die du unterstützen kannst, ist erstmal per se relativ breit. Und um das ganz konkret zu machen, man sollte Augen, also Politik und als Förderung sollte man Augen und Ohren aufhaben. Man sollte nah an den Leuten dran sein und erkennen, wenn sich was in den Dörfern bewegt. Das gehört meines Erachtens irgendwie mit zu einem Politik- und Fördergeschäft dazu, dran zu sein an den Leuten und dann diesen Raum und die Möglichkeit geben, dass die Leute, die in denen etwas rumort, die sozusagen noch nicht so richtig genau 100% wissen, was sie machen, aber in denen etwas rumort, dass man denen unter die Arme greift und sagt, komm, und jetzt machen wir hier beispielsweise mal eine Zukunftswerkstatt oder machen mal einen Workshop oder was auch immer, um einfach die vage Idee, die ihr da habt, weiter voranzutreiben. Denn das ist genau das, was ich vorhin ja gesagt habe, dass die besten Sachen oder die beste Kommunikation und dann stattfindet, wenn die Leute ein gemeinsames Projekt haben. Vielen Dank, das ist eine klare Botschaft, die du uns mitgibst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir wieder mal zu diskutieren. Es war fast wie früher, oder es war wie früher, sozusagen positiv. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, auch allen anderen hat es Spaß gemacht. Wir haben ein paar Einblicke bekommen, ein paar Botschaften bekommen, ein paar Hinweise bekommen und auch eine klare Aussage, wo es lang gehen muss. Da stimmen wir mit dir überein und hoffen, dass wir auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten können. Vielen, vielen Dank. Tobias, wünsche dir noch einen schönen Abend. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Ich danke dir, Norbert, und ich danke allen, die sich zugeschaltet haben und mitdiskutiert haben. Also von daher viele Grüße in die Runde. Mach's gut, Tobias. Ciao. Tschüss. Auch an alle anderen. Tschüss.